Ich war mit einigen Jugendlichen auf einem Winterlager, auf einer Hütte. Und bevor ich hingefahren bin, habe ich schon gemerkt, irgendwie geht es mir nicht gut. Als ich dann dort war, habe ich in der Nacht auch ziemlich geschwitzt und war müde. Aber untertags habe ich halt versucht, das Programm zu gestalten. Ich war hauptsächlich fürs Programm verantwortlich, für die Andachten, für das Singen und für die Spiele und alles. Und habe das so als Jugendleiter, als Prediger einfach durchgezogen. Wir waren unterwegs, Eislaufen einmal oder dann sind wir wandern gewesen im Schnee und es war untertags recht anstrengend. In der Nacht habe ich ziemlich geschwitzt. Aber ich habe gedacht, das passt schon, das geht schon noch, das schaffe ich. Der nächste Termin war eine Fortbildung, auch auf einer Almhütte in Strobl. Es war eine Fortbildung über Selbstreflexion und über unser eigenes Leben und über unsere Rollen. Und während wir da so reflektiert haben und ich so drin gesessen bin, da habe ich plötzlich ganz ein eigenartiges Gefühl gekriegt. Also meine Wahrnehmung hat sich komplett verändert, wie wenn ich mich selbst sehen würde. Und habe ich mir gefragt, was war jetzt gerade und ist das alles echt? Und das hat mich komplett verunsichert. Und es hat mir irgendwie Angst gemacht. Ich bin dann kurz schlafen gegangen, um mich zu erholen, habe gedacht, das ist dann besser, es war nicht weg. Das war komplett eigenartig. Ich habe gedacht, das wird jetzt nie aufhören. Wir haben nach dieser Fortbildung noch ein paar Tage Urlaub dran gehängt. Es war viel Schnee draußen und es war besonders, aber es war alles so laut. Und meine Frau hat auch zu mir gesagt, da stimmt was nicht. Und wir sind dann später wieder heimgefahren. Und ich bin dann eine Woche auf der Neurologiestation gewesen. Und ich habe dann irgendwie alle Dinge da durchmachen müssen, bin komplett durchgecheckt worden. Und die Psychologin sagt dann zu mir, Herr Lungenschmidt, Sie sind sehr gut reflektiert, aber Sie horchen irgendwie nicht auf Ihren Körper. Und das war für mich jetzt einmal so ein Schock, weil man gedacht hat, sicher mache ich das, aber oder na, das geht doch nicht. Ich habe was zu tun, ich habe Termine, ich muss arbeiten. Aber irgendwie habe ich dann so realisieren müssen, es läuft auch ohne mich. Einige Termine sind abgesagt worden und ein Wochenende, ein Singwochenende, für das ich verantwortlich war, hat auch ohne mich stattgefunden. Andere Termine wurden abgesagt und ich habe gemerkt, ja, es funktioniert. Im Krankenhaus selbst habe ich mir gedacht, was mache ich da eigentlich? Ich bin gar nicht krank. Aber irgendwie habe ich dann gesehen, wie es den anderen geht und habe mitgefühlt mit ihnen. Wie ich rausgekommen bin aus dem Krankenhaus mit meinem Rucksack, denke ich mir, willkommen zurück in dieser Welt. In dieser anderen Welt, kein Mensch weiß, wie es wirklich im Krankenhaus zugeht. Also ich bin mit einer veränderten Wahrnehmung reingekommen und bin aber mit einer veränderten Wahrnehmung wieder rausgekommen über mich, über mein Leben. Und da gibt es einen Bibeltext, der mich in dieser Zeit besonders geprägt hat. Der steht im Galaterbrief, Kapitel 1. Paulus schreibt, wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche, Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, dann wäre ich kein Diener von Christus. Und irgendwie ist mir da bewusst geworden, dass ich mit meinem Leben in diesem Aspekt nicht wirklich Jesus gedient habe, sondern dass ich einfach Menschen gefallen wollte. In meinem jugendlichen Leichtsinn, in meinem Stolz und in meinem Ehrgeiz wollte ich etwas beweisen. Es war eigentlich eine Gnade Gottes, dass ich das realisieren durfte. Mir ist bewusst geworden, dass ich eben nicht alles kann, aber Gott kann alles. Gerade dann, wenn ich an meine Grenzen komme.